Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wir sind heute hier, um einer Sage nachzugehen, und zwar die Sage des Geistes von Severinghausen. Und ja, was hat es damit auf sich? Die Geschichte ist kurz, aber tragisch, kann man sagen. Es war mal im Haus Severinghausen ein Bauer mit einer Bäuerin, die lebten da relativ glücklich, bis eines Tages ein Ritter kam, der Bäuerin nachstellte und Avancen machte. Diese erwiderte die Liebe aber nicht, und über die Jahre und die Zeit hinweg war der Ritter dann immer verbitterter und erzürnter, und irgendwann keimt in ihn der Gedanke, wenn ich sie nicht haben kann, soll sie kein anderer haben. Und in der kalten, nassen Novembernacht beschloss er dann, ja, sie umzubringen. Er stellte ihr auf den Feldern, auf denen wir uns heute hier befinden, dann nach und hat versucht, sie zu fangen. Sie rannte über diese nur mit einer Laterne in der Hand, und irgendwann hat er sie aber geschafft zu stellen und hat sie dann erschossen. Womit ist nicht bekannt, ob das schon zu Zeiten von Schusswaffen waren, ob Bogen oder Armbrust gemeint ist, das lässt sich leider nicht mehr genau sagen. De facto hat er sie dann aber wohl getötet, und der Bauer hat das erfahren und war so erzürnt und hat ihn später mit der Axt den Ritter erschlagen. Aber seitdem heißt es, soll gelegentlich über die Felder die Gestalt der Frau geistern mit einer Laterne in der Hand. Und ja, der Sache gehen wir heute nach. Es ist mystisch neblig. Mal schauen, wie gut und wie weit wir filmen können. Wir haben aber alles dabei, was wir machen können, um die Sicht zu verbessern. Wir haben Fastenlights, wir haben Thermalkamera, wir haben eine sehr schöne neue Sony, mit der wir gerade auch das Intro machen, die ein ziemlich gutes IR hat. Und wir werden jetzt diese ganzen Felder systematisch abgehen und schauen, was wir finden können. Das wird so ungefähr viermal Monitoring sein. Wir nehmen es auch mit, wenn wir zwischendurch laufen. Aber da gibt es einen sich, es sieht aus wie Copy-Paste. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seht 30 Meter Weg, dann hinter eine Nebelwand und auf beiden Seiten Feldern. Das ist ungefähr das, was wir hier die ganze Zeit sehen. Ja, also ich glaube, das ist sogar die besten Voraussetzungen. Es ist kalt, es ist nass, richtig, es ist neblig. Oh ja, sehr. Und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen. Ich meine, selbst der Mond ist verhangen, man sieht ihn nur so ein bisschen wie so ein kleiner Milchtropfen am Himmel. Genau, wenn wir unterwegs sind, schwenke ich mal kurz hoch, dass ihr ihn sehen könnt. Ist schon ziemlich unwirtlich hier, aber ne, vielleicht, wenn hier irgendwas rumgehen sollte, ist, glaube ich, heute eine Nacht, wo er rumgehen könnte, oder wo sie besser gesagt rumgehen könnte. Genau, wir schauen mal und nehmen euch natürlich wie immer mit. Viel Spaß dabei. Genau, viel Spaß. Das da oben ist nebenbei der Mond, von dem wir gesprochen haben. Unten das Licht von dem Gebäude. Sieht natürlich total toll aus. Da kann man das in der Dunkelheit nicht so gut auffangen, aber hier kriegt man das Gefühl von gefühlt unendlicher Weite. Egal welche Richtung man schaut, man sieht überall nur Raps und eine Nebelwand. Da kommen unsere Aufbauten. Da ist der Ehren.
So, ich wollte das Fass leicht ausschalten und gucken, ob die schon mal ausrichten. Was war denn das? Das war so ein Vogel vielleicht? Wen? So, ich wollte das Fass leicht ausschalten und gucken, ob die schon mal ausrichten. Was war denn das? Das war so ein Vogel vielleicht? Wen? So, das war die erste Position, die wir heute angepeilt haben. Wir gehen jetzt gleich weiter zur nächsten und machen da eine Stunde Monitoring. Ich werde auch, weil da nicht genug Licht da ist, weil ich habe dann alle Hände voll zu tun, weil wir unser ganzes Zeug mittragen müssen, das Fassenlicht aufmachen mit Nachtsicht. So seht ihr nicht viel, aber gleich werdet ihr ein bisschen mehr sehen. Nur ich muss erstmal dahin kommen. So. Wir laufen jetzt zur nächsten Station und wie angekündigt habe ich jetzt mir das Fassenlight gegönnt. Es wackelt heute ein bisschen mehr als sonst, einfach weil wir voll bepackt sind. Ich mache mal kurz einen Schwenk zu Young, dann versteht ihr, was ich meine. Das ist nicht das Fassenlight, aber ich bin da. Aber ja, seht es so, ihr müsst nicht durch einen sehr kalten, ekelhaften Nebel auf einem unglaublich großen Feld laufen nachts. Aber ohne Wiss, Leute, also ihr seht, da ist noch sowas wie Zivilisation in mir. An sich ist das ein geiles Gefühl, weil ich kann es euch... Nein, das nicht. Nur man kann es leider nicht ganz so zeigen, aber man müsste echt hier sein. Man hat oben den Mond, der erhält so leicht alles, dass man gerade erkennen kann, was ist. Und man sieht einfach, es sieht alles gleich aus. Das sieht aus so, als wenn wir noch 100 Kilometer hier gerade auslaufen können und es sich nicht ändert. Ich leuchte mal hinter Jan. So, das ist die andere Richtung. Bis auf ein paar Lampen, die da hinten an der Straße sind, sieht das wie aus wie Copy-Paste. Okay, dann musst du nochmal filmen, Ecki, wie ich hier rumlaufe. Warum? Mit den beiden vollgepackten. Okay, warte. Stativen. So, da haben wir nochmal den Jan. Das geht in den Arm, sag ich euch. Jo. Ja, so sehe ich momentan aus, wenn wir hier rumlaufen. Also, weiß nicht, fühle mich wie so auf dem Weg zum Sommerurlaub mit Campingstühlen und so. Thank you.
So, der Mond über den Raps fällt. Hat auch was, muss ich sagen. Kurz innehalten. Sieht gut aus, ne? Rechts den Baum im Feld. Ja.
ganz, ganz schmal, vielleicht so handbreit. Armbreit, ungefähr, oder? Bis hier, meine ich ja. Armbreit ungefähr bis hier. Ja. Yeah. Wie so ein Stab, der plötzlich im Feld stand. Danke, das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe, was ich dachte, was im Feld war. Ich habe doch auch gesagt, wie das Schild ungefähr so breit wie der Standfuß. Jetzt oder? Direkt neben dem Baum hier. Ja, und das verstand bei mir, das stand bei mir quasi so drin. Hoppsa, so drin. Warte. Achso, sorry, ja. Stand bei mir, kann ich ja nicht nachzeigen, so drin. Wirklich wie so ein Stück Holz, das drin steckt. Und dann schwingst du zurück und zwar weg. Also bei mir war das jetzt aber nur so direkt wie weg. Also quasi so vielleicht so 0,5 Sekunden. Ich war, bei mir war es auch nicht lang. Du hast so, ja so ein, wie so ein Faustdick bis ungefähr bis zur Brust, rechts neben dem Ding im Feld und dann direkt weg. Also quasi wie so einmal aufgeblinkt, wieder weg. Aufgeblinkt, okay. Also quasi wie es einmal, es ist da und ist direkt weg. Ja, das, weil ich kann nicht sagen, weil du hast Geschwenk gemacht und dann zurück und als zurückgebracht hast, konnte ich es halt nicht mehr sehen. Leute, kann vielleicht auch sein, dass wir gerade paranoid werden. Ja, könnte gut sein, aber... aber irgendwie ist es schon ein bisschen komisch. Aber die Grundstimmung, muss ich sagen, ist gut. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als wenn hier was Bedrohliches wäre, sag ich mal. Klar, durch den Nebel ist es kalt und so, aber... Das stinkt auch ordentlich. Ja, das... Aber wonach kann ich diesmal nicht sagen? Ich weiß auch nicht. Ist das Knoblauch vielleicht oder Bärlauch oder sowas? Ja, so ein bisschen. Komm, wir spielen mal eine Runde Verstecken. Ich verstecke mich hier am Baum. Und zähl bis 30 und dann kannst du ja gucken, ob ich dich sehe. Jan, kannst du mal herkommen? Ja. Wie fühlst du dich? Ein bisschen kalt. Ich habe gerade voll die Gänsehaut. Ja, habe ich aber auch. Ja, habe ich auch. Am Rücken. Und rechts oben, links oben an den Armen. Obwohl ich eigentlich am Rücken richtig warm bin, weil ich das Ding anhab. Ja. Ich hab halt den. Ey, komm mal hierher. Das fühlt sich hier an, als wäre hier eine statische Ladung. Ich krieg alle Haare stellen schon hinten auf. Das kann doch nicht an den Oberschenkel. Hier. Gänsehaut. Ja, genau. Danke, bei mir auch. Das kann doch nicht an den Oberleitungen liegen. Okay, ich hab's dir ja versprochen, wir machen das jetzt. Ich fühl mich echt unwohl dabei gerade. Okay, ich zähle bis 30, ja? Ich habe eine Nacktschnecke gefasst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So. Na, bist du irgendwo? Füße sind ja immer noch da. Ich bin vom Baum weg. Ich habe auch gerade ordentlich Gänsehaut, obwohl ich eigentlich eine richtig warme Jacke anhab und am Rücken eigentlich nicht frieren kann, weil ich den... Guck mal, kannst du ja mal gucken. Ich habe den Rucksack, aber das ist richtig warm durch den Rucksack. Und guck mal, ganz nebelig, aber mal ganz nebelig. Siehst du das? Vielleicht ist es auch deswegen. Vielleicht drückt es gerade irgendwie besonders runter. Das kann sein. Aber ich fühle mich halt nicht kalt. Das ist eher... Wie eine Spannung. Und jetzt ist es weg. Jetzt alles wieder wie vorher. Nicht kalt, nicht Spannung oder sowas. Ist wieder friedlich. Okay, ich muss sagen, jetzt ist mir auch richtig warm wieder. Ohne Witz. Also bei mir ist es wieder ja, wie vorher. So ein paar Sekunden oder früher oder später ungefähr, als du das... Also am Anfang war mir noch richtig kalt, aber jetzt ist der Rücken auch richtig warm wieder.
Allein durch den... Ah, oh, ist das schön warm. Ja, der dämmt gut. Der ist richtig schön. Das Gerät, was ich hier in der Hand halte, soll uns dabei helfen, zu verstehen, was du eventuell sagst. Du kannst also reden. Wenn alles gut läuft, hören wir dich darüber. Versuchen wir es mal. Also, mein Name ist Eckbert, der Mann neben mir ist der Jan. Wie heißt du denn? Mach ich nicht aus. Wollen wir schon spazieren gehen dabei? Gleich, ich werde erstmal ein, zwei Minuten hier bleiben, damit wir ein bisschen das drauf haben. Der Sage nach wurdest du ja von einem eifersüchtigen Ritter getötet. Stimmt das? Und da hinten die Sonne hoch. Ja, so hell da hinten. Wir haben 2.30 Uhr oder so. Ja, ja, deswegen frage ich. Sonst hätte ich gesagt, guck mal, die Sonne geht auf. Aber bei der Uhrzeit würde ich das eigentlich nicht sagen. Sieht man auch richtig gut von dem... Jo, guck mal, man sieht das richtig erleuchtet hier hinten. Ist ja krass, hätte ich nicht gedacht, dass man das sieht. Okay. Und wir haben jetzt 2.30 Uhr ungefähr, also dass da so hell ist, der Himmel, hätte ich nicht gedacht. Ja, im Vergleich nach links, machen wir nach links bitte, zu den Baumkronen. Das Licht, was ihr da hinten seht, das ist eine Lichtverunreinigung von dem Gewerbegebiet, was dort ist. Nur damit ihr mal einen Vergleich habt. Na, ich schwenke noch ein bisschen nach links, da sieht man, wie dunkel es eigentlich ist noch, ne? Aber da hinten? Sehr komisch, ja? Ich meine, selbst, guck mal, der längste Tag ist ja, also hier in dem Breitengrad natürlich, wenn ich nicht täusche, der 21. Juni, ne? Ich glaube, ja. Aber selbst da wäre es nicht um die Uhrzeit hell. Okay, wow. Okay, wollen wir weitermachen. Ja. Wie heißt du? Hast du auf den Feldern hier gearbeitet? Welches Jahr schreiben wir? Ja. Wie alt bist du denn? Lebst du hier? Ich hätte was gehört von dem Donner. Also übrigens war ich gerade mit dem. Ja, das habe ich mich gekriegt. Fuß. Das war ich. Es klang wie, als hätte man Fuß wiederholt. Ich habe das gemacht. Weiß nicht, ob das das war, keine Ahnung. Aber ich habe gemacht. Fuß? Da. Oh ja. Könntest du das bitte wiederholen? Wiederholen. Hallo? Ja, kann ich hallo, oder? Ja, warte, wir sagen jetzt erstmal nichts mehr, bitte. Okay, ist nicht zufällig. Du kannst mit uns kommunizieren, wenn du möchtest. Einzelne Worte. Arm. Ritter. Trauer. Fußspuren. Schritte. Warum hat's das wiederholt, was wir gesagt haben? Fuß. Jetzt aber nicht mehr. Ernte.
Wollen wir ein Spiel spielen? Komm. Was war da? Ja, nein, irgendwie. Ich weiß nicht, wie Spiel, als wenn es wiederholt hätte, fand ich. So ein bisschen, ne? Also Il, ohne SP, nur Il oder Ul oder sowas. Hey, darf ich dich fragen, wie du heißt? Ich bin Eckbert. Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Dein Name. Schwer. Kannst du ihn buchstabieren? Wir warten jetzt mal ein paar Sekunden, ob zufällig sowas allgemein durchkommt jetzt. Können wir dir irgendwie helfen? Ich habe irgendwie gerade eine ganz ungesunde Fixierung auf die Dame. Ja, gerade wirklich so Mitgefühl. Ich weiß nicht. Es war doch richtig kalt wieder. Aber so richtig. Ja. Möchtest du deine Trauer mit uns teilen? Hör mal, ich weiß, das war bestimmt alles sehr schwer für dich. Wir versuchen auch alles wirklich, damit wir dir eventuell helfen oder es besser verstehen können. Und wenn wir irgendwas falsch machen, dann kannst du es doch gerne sagen oder zeigen. Wir würden nur wirklich gerne wissen, was los ist. Weiß nicht, alles irgendwie komisch. Man sieht und hört irgendwas, aber nicht begreifbar. Ohne Witz, genau hier vorne. Ja, genau, ich hab da hinten. Ich hab aus dem Augenblick, stand da einer und ich hab einfach quasi. Aber trotzdem, wir haben sehr schnell gefunden. Ich hoffe das. Steht offen. Also, bald ist dann, Leuchtturm würde ich willkommen sein, würde ich. Hier ungefähr, da. So, und jetzt euch mit einer Stelle hinter dem Kamera, ich kann sagen, da ungefähr, hab ich ein Feld. Vielleicht noch ganz kurz ein wenig schlecht, weil halt eine Stelle, dass ich jetzt nach dem Stehen von 16 Minuten, wenn du das gut machst. Und an der Stelle ungefähr.
genau hier vorne. Ja, genau, ich hab's da hinten. Ich hab auf dem Augenblick, ich hab geguckt, ich stand da einer und ich hab einfach quasi. Was hast du denn da schon gefunden? Ich hoffe das. Steht da offen. Ich hoffe, also, bald jetzt, dann, ja. Leuchtspiel, dann würde ich von da hin, wo du jetzt. Hier ungefähr, da. So, und jetzt soll ich mit deiner Stelle hinter der Kamera, ich kann sagen, ja, da ungefähr, hab ich schon Feld. Ich noch ganz kurz den Jungen schlafen, so halt eine Stelle, dass ich jetzt mal die Anstrengung von 16 Minuten, wenn du das Fenster noch hast. Und an der Stelle ungefähr, wo er geschlafen hat. Ich stehe da offen. Ich hoffe, also, bald, dann, ja. Leuchtspiel, dann würde ich für die Kamera hin, wo du hier ungefähr, ja. So, und jetzt soll ich mit einer Stelle hinter der Kamera, ich kann so hin. Da ungefähr habe ich ein Feld. Ich bin ganz kurz im Jungen schlecht. Eine Stelle, dass ich das mache. Die Anstrengung von rechts und links bringen wir das Fenster nach rechts. Damit herzlich willkommen zum Auswertungsteil. Ja, ihr habt gesehen, es war doch ein bisschen mehr los, als wir erwartet hätten. Sowohl das, was wir gefühlt haben, was teilweise aber nicht dokumentiert werden konnte, als auch das, was wir dokumentiert haben. Wir hatten ja während der Untersuchung vermutet, dass wir eigentlich kaum was auf der Kamera hatten, aber ein paar Sachen hatten wir ja doch drauf. Am beeindruckendsten, ich denke, da sind wir uns alle einig, ist das High.
was mitten im Gespräch auftauchte, das haben wir vor Ort nicht bemerkt und dementsprechend natürlich auch nicht reagiert. Aber es ist auf der Aufnahme drauf und es war kein Mensch in der Nähe, der das hätte ja verursachen können. Dann hatten wir halt noch ein paar andere Geräusche, ein paar davon habe ich euch zur Diskussion gestellt, weil wir uns da auch zu unsicher sind. Das eine zum Beispiel, wo Jan sagt, dass ein Vogel, ich mir da aber nicht ganz so sicher bin. Und dieses Knallen. Und was auch noch ganz spannend war, war ja, dass die Kamera Autofokus ging, so wie als wenn eine Lichtquelle davor gegangen ist. Also um das mal zu erläutern. Die Kamera filmt natürlich was und die ist auf Autofokus gestellt. Das heißt, die zoomt auf das an, was am meisten illuminiert ist. Das meist das, was in der Nähe ist. Je nachdem, wie man es halt einstellt. So, und die ganze Zeit, die lief, ich glaube, ein bisschen mehr als 2 Stunden an der Stelle, hat sie nichts in dem Sinne Besonderes gezeigt. Sie hat ihre Schärfe nicht verändert. Und ohne, dass man es gesehen hat, auch war das auf einmal so. Wir hatten die ganze Zeit auch schon Nebelschwaden gehabt, die natürlich sich auch vor und hinter der Kamera bewegten. Die haben den Autofokus nicht beeinflusst. Und gerade da an der Stelle, wo jetzt kein Nebelwand war, ging sie auf einmal Autofokus, so als wenn etwas, ich sag mal, Transparentes, was die Lichtemission in irgendeiner Weise beeinflusst hätte und damit die Lichtaufnahmen der Kamera verändert hat und sie dazu gebracht hat, den Fokus zu ändern. Technik kann natürlich fehlerhaft sein, die Kamera läuft aber wunderbar, sie ist aber nicht subjektiv, das ist das Tolle. Das heißt, wahrscheinlich haben wir hier irgendeine Art von Lichtsprechung aufgenommen und was das sein könnte, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Es könnte natürlich ein Geist sein, aber insgesamt, wenn wir alles zusammen festhalten, wir haben einen Parascore von 2. Und wer die Definition uns kennt, alles unter 5, sagen wir, ist Messunschärfe, Ungenauigkeiten, Fehler, alles so, was in der Richtung ist. Auch wenn es für uns evident klingt. Also das heißt zum Beispiel, werden wir nicht erklären können, auch das Autofokus. Gut, das kann man, wie gesagt, wenn man großzügig ist, einfach mal als Fehler deuten. Allerdings ist halt die Beweislage eine andere, weil ein Fehler müsste sich reproduzieren lassen, müsste immer wieder auftauchen, was nicht der Fall war. Und so wird, kommen wir zum Endergebnis, dass wir erstmal sagen müssen, anhand unserer eigenen Definition, dort spukt es nicht. Die gute Bauersfrau haben wir nicht gesehen, aber vielleicht hat sie mit uns kommuniziert. Wir hatten ja auch in der Ghostbox ein paar kleine Sachen gehabt, die man aber nicht verstehen konnte. Von daher sollte man das auch nicht zu hoch werden. Gut. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch die nächsten Male wieder mit dabei seid. Entweder wenn wir auf Untersuchung sind oder wenn wir euch in den Theorievideos die Backgrounds erklären. Ich weiß, das ist manchmal wirklich ein bisschen schwer, gebe ich auch zu. Ich versuche das so einfach wie möglich zu halten. Aber es gehört natürlich zur wissenschaftlichen Arbeit mit dazu. Nicht nur zu gucken, ist hier was Tolles, sondern auch zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Und deswegen ist die wissenschaftliche Arbeit natürlich auch sehr, sehr wichtig. So, bevor ich Tschüss sage, möchte ich euch nochmal daran erinnern, ich habe in den Auswertungen gesehen, dass noch nicht jeder ein Abo dagelassen hat, also gerne das nachholen, dann seid ihr auch immer auf der sicheren Seite, bekommt unsere ganzen Videos und unseren Kanal hilft das natürlich auch, wenn ihr uns in dieser Reise supportet. Natürlich helfen uns auch Likes, Kommentare, lese ich immer gern, beantworte ich auch immer sehr gern. Von daher könnt ihr euch da gerne austoben, ich freue mich von euch was zu hören, zu sehen oder besser gesagt zu lesen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einer eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert. Unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.